Was ist denn das Besondere an den Fahrrädern, die wir hier sehen? Natürlich heute zum aktuellen Anlass, sag ich mal, des Tages die Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Dass wir halt einmal eine Dreifaltigkeit der Nachhaltigkeit haben, sag ich mal. Natürlich die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die uns sehr wichtig ist. Vor allen Dingen dann aber auch die soziale Nachhaltigkeit, sprich, dass die Rahmen in Kooperation mit einem sozialen Projekt in Ghana gefertigt werden, wo die Erlöse dann auch direkt den Menschen vor Ort zugutekommen. In erster Linie den Jugendlichen und Kindern. Dort wird beispielsweise vor Ort gerade eine Schule gebaut, um einfach gegen die Perspektivlosigkeit, sag ich mal, in der Region vorzugehen. Und dann natürlich auch die ökologische Nachhaltigkeit, sprich, dass das Rahmenmaterial ein nachwachsender Rohstoff ist. Was bedeutet eigentlich, Christian, Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit im Unternehmen bedeutet für mich, mit seinem Unternehmen möglichst umwelt- und sozialverträglich zu arbeiten, zu wirtschaften, und Nachhaltigkeitsmanagement in diesem Sinne halt die betriebswirtschaftliche Steuerung sämtlicher Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen. Angefangen von den Umweltthemen im Produktionsunternehmen über die Faktoren, die einen guten Arbeitgeber und einen guten Arbeitsplatz bestimmen, bis hin zur Kommunikation von Nachhaltigkeit.